So, hier bei Olli auf dem Regio-Turnier, was auch immer. Wir haben hier Leon. Hallo Leon. Hallo. Hallo, du bist hier bei den anonymen Yu-Gi-Oh!ern. Ja, Leon hat einen ganz, ganz komischen, harten Haufen gespielt. Präsentier uns mal. Ja, das ist, wie hast du es genannt? Atlantean Hero. Atlantean Hero Haufen. So, wir gehen jetzt einmal hier hin und dann präsentiert uns Leon mal seinen harten Haufen. Erst mit den Monstern. Also wir haben hier dreimal Ice Edge. Das ist eigentlich der Hauptmotor des Decks, so sag ich mal. Wieso? Weil wir, wenn wir eine Karte abwerfen, können wir direkt angreifen. Und wenn er Kampfschaden macht, indem er direkt angreift, dürfen wir beim Gegner Gesetze, Zauber oder Falle zerstören. Dafür haben wir halt die drei und die drei. Um halt die Monster wegzumachen oder die gesetzten Karten noch. Okay. Suchen tun wir das durch den Status, durch die E. Und roter und halt die Töpfe. Jawohl. Dann Ocean. Einmal random, weil er Wasser ist, oder? Ja. Und Hero. Zum einen. Und der hat während des Turniers wirklich nicht viel gebracht, also fast gar nichts. Okay. Haben wir gehofft, damit wieder Sachen auf die Hand zu nehmen, aber er hat nie überlebt. Ah, doch, so überlebenskräftig ist der. So, dann hast du natürlich hier drei AOIs, bla bla bla. Okay, erzähl mal was, wie kommst du zu der Deckwahl? Wie hast du das Deck so gebaut oder wer hat es dir gebaut? Oder ja, erzähl mal, wie das dazu zustande kam, weil das sieht schon super außergewöhnlich aus. Drei Miracles, zwei E's, zwei Savage, zwei Super Poli, zwei MSTs, ist so alles drin einfach. Ja, die zwei Super Poli ist einfach, weil wir jetzt auch den Escoridao haben, weil wir halt alles damit machen können. Ja, drei Wunderfusionen. Einfach weil gute das Karte. Eine mega starke Karte ist. Ja, drei Aoi, weil wir halt sehr viel Wasser spielen, sehr viel Wasser. Ja, so ein Nicht-Wasser-Monster. Ja. Ja. Kein Gord, kein Trago, keine Handtraps, nichts. Genau, Massenwechsel auch, weil wir viel Wasser spielen. Die können wir auch alle suchen durch die. Okay. Ja, Mindcrush ist einfach eine gute Karte, weil wir auch, haben wir uns heute Morgen noch entschieden, weil wir drei Aoi spielen, können wir auch zwei Mindcrush-Main spielen. Okay. Das klingt alles gar nicht so doof, muss ich gestehen. Ja. So, gehen wir einmal hier so ins Extra, da haben wir einen Abyss-Dweller, einen Klingensrüstungs-Ninja, Livier, Excalibur, Maestroke, Direwolf. Direwolf? Direwolf. Hä? Bin ich blind? Wieso? Hä? Achso, zwei Vierer, ja. Okay. Ja, aber ich dachte gerade so, hä, wie willst du den Effekt benutzen? Gar nicht. Weiß ich selbst. Wow. Dann ja, haben wir hier einmal Shining, Acid, Escoridao, Nova Master, Zero, Tornado, Shining, Zero, Gaia. Ja, lies mal noch einmal bitte deine Deckliste aus, damit niemand meckert, sondern ich habe die Deckliste nicht verstanden. Lies mal einmal aus, dann gehen wir jetzt einmal schön durch. Dreimal Elementarheld Ice Edge. Einmal Stratos. Einmal Ocean. Dreimal der Heavy Infantry. Dreimal der Scharfschütze, also der Wiedergeburt. Random Nightbeam lief der? Der lief. Man mag es kaum glauben, aber der lief. Ja. Ist auch nicht. Ja, ja, gegen Mermel so viel wie rumläuft, ist auch ja, natürlich mein roter. Dark Hole, Storm, Mass Change, 3 Aoi, 2 TT, 2 Mindcrush, 2 Solemn und ein Zwangsevakuierungsgerät. 3 Wunderfusion, 2 E, 2 Salvage, 2 Superpoli und 2 MST. Dazu sei gesagt, ich sehe das Deck eben, ich so, hä, nur 2 E? Ich so, ach ja. Da war ja was. Natürlich hast du auch ein Side-Deck hier. Geh da mal kurz einmal drauf das ein. Das ist natürlich das beste Side-Deck überhaupt. Ja, der Gegner, ich ging davon aus, dass der Gegner sich fragt, was das für ein Haufen ist. Ja. Und dass er dann halt irgendwas boardet, was er gegen... Irgendwas Anti-Haufiges boardet. Ja. Und dann habe ich halt auf normales Hero umgeboardet. Je nach Wahl, was der Gegner gespielt hat, auch drei Risse rein. Wenn ich beispielsweise noch gegen Mermel gespielt habe oder so. Okay. Ohne Witz, das ist ein harter Haufen. Ja, aber ihr seht, Haufen
ist manchmal gar nicht so schlecht und ist auf jeden Fall es wert zu spielen. Deswegen, ja, vielleicht als kleiner Aufruf, baut Haufen, spielt Haufen. Haufen ist gut. Spielt das, was euch Spaß macht. Ja, und ja, dann spielt nicht Yu-Gi-Oh! Nee. Nein, also Haufen ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht, glaube ich. Ihr seht hier, das Deck war ganz innovativ, ganz witzig und ja. Dann danke ich erstmal für dieses tolle Profile. Egal wie müde ich gerade bin. So, und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Ihr belohnt mich damit. Nicht mit dem winkenden oder wackelnden, sondern dem Daumen hoch. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis denn. Und dann.